Es geht um Menschen, die nach der Corona-Impfung schwer krank wurden und Symptome haben, die sich irgendwie nicht erklären lassen. Diagnose Post-Vac-Syndrom, also das Nach-Impfungs-Syndrom. Ja, Corona-Impfschäden und die Klagen, die nehmen deutlich zu. Felicia ist 29. Sie ist eine junge Frau mitten im Leben. Eigentlich. Ich habe mich letztes Jahr am 2. Mai impfen lassen und bin seitdem krank. Felicia leidet am Post-Vac-Syndrom, auf Deutsch Nachimpfungssyndrom. Die Symptome? Starke Nervenschmerzen, Kopfschmerzen, neurologische Ausfälle, Muskelzucken, Lähmungserscheinungen, Konzentrationsstörungen. Bis zu 2000 Patienten stehen in der Post-Vac-Ambulanz auf der Warteliste. In vielen Fällen hat die Corona-Impfung unterschwellig vorhandene Krankheiten angekurbelt und zu massiven Nebenwirkungen geführt.